Yo Leute, ich bin gerade heimgekommen. Wo war ich? Ich habe da was gekauft. Gewartet, stundenlang habe ich drauf gewartet. Hier habt ihr sie. Die PlayStation 4. Und was ich machen will, ich will die jetzt aufmachen. Und ich will euch zeigen, wie die aussieht und so weiter. Und möchte eigentlich, Sinn und Zweck ist jetzt nicht, dass ihr schaut, wie ich diese PlayStation auspacke, sondern es ist einfach nur, ich will euch sagen, dass ich vorhabe, einen zweiten Kanal zu eröffnen, wo es halt eben dann um Gaming geht und auch quasi um Off-Topic-Sachen, weil ich kriege viele Off-Topic-Fragen die ganze Zeit und ja, ich möchte eben einfach nur in meinen Videos nicht beschränkt sein, ich möchte in meinen Videos machen können, was ich will, ohne dass sich die Leute beschweren und ja, da ich einen Fitness-Kanal habe und ich will auch, dass ein Fitness-Kanal bleibt, wo Fitness und Ernährung thematisiert werden, das finde ich auch gut so, weil es solche Kanäle eben nicht so oft gibt im Internet, weil ich, das sage ich auch immer den Leuten, wenn mir Leute sagen, hey Tim, im Grunde genommen machst du doch nur Scheiße, mach doch mal was Gescheites, da sage ich den Leuten, hey, ich animiere sehr viele junge Leute, insbesondere junge Leute, dazu zu trainieren, beziehungsweise sich gesund zu ernähren und beides, einfach ein gesundes Leben zu führen, und ich finde, das ist was, worauf ich stolz sein kann. Worauf ich auch stolz sein kann, ist auf dieses Gerät hier. Ja, klar. Ich das. Okay, okay. Also, wir haben jetzt hier die PlayStation. Falls euch solche Sachen auch interessieren, wie ja, hey Tim, ich zeig dir mal erstmal den Controller. Tim, spiel mit uns. Hier können jetzt halt gleich 2500 Freunde haben auf der PlayStation 4. Und ich werde auch viel mehr. Ich werde jetzt viel mehr Gameplays machen und sowas, falls ich dann. Falls das Ganze klappt, falls ihr das auch wollt, dann werde ich das auch machen. Auf meinem Zweitkanal. Und eben Leute, ich will einfach nur mal eure Meinung auch dazu hören. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr sowas? Findet ihr so eine Idee schlecht? Findet ihr so eine Idee gut? Sagt ihr, Tim, das geht nicht und so weiter. Ich habe gerade immense Probleme mit der Kamera, weil ich gerade... Ich war seit... Okay, 6 ist gelogen. Ich bin um 8 Uhr gekommen. Ich weiß auch gar nicht. Der Typ hat mir eine PlayStation gegeben. Wir haben Tickets bekommen. Von dem, ah, das ist ja die Kameraführung, dafür bekomme ich ganz viele gute Kommentare. Controller! Raus mit dem Zeug. Raus damit. Ich weiß, ich finde den Controller ziemlich, ich habe ihn schon in der Hand gehalten. Ich finde ihn eigentlich gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, aber er gefällt mir schon. Hier seht ihr alles. Auch edel verarbeitet, also das gefällt mir an der ganzen Sache. Habt ihr hier noch so ein Teil, was sein Leben lang im Zellophan bleiben wird. Dann haben wir hier noch was Nettes. Ich glaube, wir haben hier noch ein paar Kabel, die wir bekommen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ein HDMI-Kabel bekommen, und das hat man bei der PlayStation 3 ja nicht bekommen. Das hier ist das Netzteil ohne irgendeinen fetten, dicken Brick. Das finde ich wirklich erstaunlich. Dann haben wir hier ein Ladekabel, ein USB-Kabel für den Controller. Und hier haben wir so ein Mono-Headset. Finde ich auch eine nette Sache. Ich finde es schade, dass es jetzt kein Spielebundle gibt, aber ich kriege meine Spiele noch geliefert. Beziehungsweise ich habe schon Ghosts, habe ich schon, das werde ich auch gleich spielen. Jetzt kommen wir zum Herzstück. Ja, hier habe ich noch den Gutschein, den ich natürlich nicht zeigen werde, wegen des Codes. Kann ich die aufmachen? Ich finde auch die Lüfter hinten. Ach, es ist nicht schwer, wenn man Hantelstämmen gewohnt ist, ist es nicht schwer. Hier. Das ist die Konsole. Schönes Ding. Wird gleich angeschlossen. Wir sehen uns, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was für Off-Topic-Fragen habt ihr. Welche Sachen wollt ihr im Videos haben? Auch unter meine Fitness-Videos dann quasi sagen, ja, hey, ich will wissen. Ich brauche hier und dort Tipps. Ich brauche hier einen Tipp. Ich habe dort Probleme. Tim, bitte sag's mir. Hilf mir. Mach ich gerne. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Als Ultrasatz oder sowas. Wie viel machst du jetzt mit, wie viele Wiederholungen machst du mit zum Beispiel 120? 6 bis 8. Was ist so dein Gewicht gerade? Ich gehe eigentlich nicht oft so hoch beim Bankdrücken, da Bankdrücken bei mir jetzt gerade im Moment nicht erste Übung ist. Wegen Schulter, oder? Ja. Ich habe ein Problem mit der Schulter, deshalb möchte ich auch nicht so krass beim Bankdrücken mich verausgaben. Aber jetzt mal optisch auch, um da zu sprechen, was ist denn da dein Ziel? Also, was erstmal so ist.